Im Namen Gottes, des Barmherzigen. Ich spreche jetzt über die Segnungen des Märtyrertums. Im Leben gibt es sehr viele schöne Dinge, aber noch wichtiger ist das Märtyrertum. Eine einzige Tat, an einem einzigen Tag, das ist viel wichtiger als alles andere auf der Welt. Jetzt um Shadi. Wir würden auch dir gerne ein paar Fragen über deinen Sohn stellen. Wie ging es dir, als du die Nachricht bekommen hast, dass dein Sohn zum Märtyrer geworden ist? Gott wird dir Kraft und Ausdauer geben. Tränen bringen nichts. Denk daran, er ist jetzt ein Märtyrer. Und so Gott will, wirst du ihn im Paradies wieder treffen. Guten Tag. Wie geht's? Hast du die DVD um Shadi? Ja. Können Sie mir davon ein Porträt machen? Wie groß soll es werden? Diese Größe? Ja. Das macht 80 Schekel. Gefällt es dir? Ja. Ja, dieses Bild hätte ich gerne. نضع بين أيدي العالم كله
أننا نخرج أفواجا متجددة في جميع مناحي الحياة. الإخوة النائبات شعبنا الفلسطيني، إننا ندعو أبناء شعبنا للتوحد والتعاطف والتلاحم حتى نخرج من هذا الانقسام وتعود اللحمة للشعب الفلسطيني لفك الحصار ودحر الاحتلال بإذن الله تعالى. Die Hamas hat mir alles beigebracht. Geduld, Stärke, Willenskraft und Selbstbewusstsein. Die Hamas hat mir gezeigt, was es heißt, eine Muslima zu sein. Eine starke Persönlichkeit mit einer eigenen Meinung. Das, was ich fühle, kann ich gar nicht alles in Worte fassen. Hamas, das ist wie ein Kleid, das ich trage. إننا نبايع حركتنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن نقول الحق ولو على أنفسنا. الله أكبر والموت إسرائيل. Meine Familie stammt aus dem Dorf Beit Tima, das jetzt von den Juden besetzt ist. Wir leben als Flüchtlinge im Camp. Wir waren immer schon Flüchtlinge, vertrieben und heimatlos. Natürlich gehören wir zurück in unser Land. Wir wollen zurück. Beit Tima ist unser Zuhause, auch wenn wir das Dorf noch nie gesehen haben.